Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht sollten wir uns noch mal vergegenwärtigen, worüber wir hier sprechen. Es geht um die Angst, die viele Menschen begleitet, dass sie ihre letzten Lebensstunden zwischen piepsenden Apparaten verbringen müssten, gepflegt von gestressten Pflegekräften mit Gesichtern hinter Mundschutz oder in Pflegeheimen mit viel zu wenig Personal dahin vegetieren müssten oder dass sie schwere, unerträgliche Schmerzen und Ängste erleiden müssen. Aber das muss nicht sein. Diese Ängste können und sie sollten wir den Menschen auch nehmen. Niemand, egal bei welcher Krankheit, muss unter unerträglichen Schmerzen leiden. Denn wenn Heilung nicht mehr möglich ist, kann die Palliativmedizin heute Linderung und Hilfe am Lebensende, auch am Lebensende bieten. Und dabei steht dann die Lebensqualität, so absurd das vielleicht klingen mag, auch am Lebensende in der letzten Zeit steht dann die Lebensqualität einfach im Mittelpunkt. Und darum kümmern sich viele, viele Menschen als Beschäftigte oder Ehrenamtliche auf Palliativstationen, in Hospizen oder in ambulanten Palliativteams. Und dafür haben sie jeden Dank auch dieses Hauses verdient. Aber leider ist es nicht so, dass wir schon eine flächendeckende Versorgung hätten und dass wirklich jeder Mensch von diesen Angeboten auch erreicht werden kann. Und das müssen wir ändern. Wer nicht mehr lange zu leben hat, der kann nicht wochenlang auf einen Platz im Hospiz oder auf die Unterstützung eines Palliativteams warten. Und deswegen, Herr Minister Gröhe, bedanke ich mich bei Ihnen und Ihrem Team, dass Sie uns relativ zügig jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, um die Hospiz- und Palliativversorgung zu verbessern. Und manches, was Sie vorschlagen, geht auch tatsächlich durchaus in die richtige Richtung. Da sind wir uns auch einig, das würden wir auch unterstützen. Aber ich finde wirklich auch, lieber Jens Spahn, dass es notwendig ist und möglich sein muss, dass wir hier auch Punkte benennen, wo noch Lücken sind und wo noch Nachbesserungsbedarf ist. Und dafür haben wir einen Antrag eingebracht, den ich wirklich einfach noch mal bitte zu lesen. Wir würden uns freuen, wenn einige unserer Vorschläge eben aufgegriffen würden. Und da fange ich mal mit einem Beispiel an. Ist doch nicht einzusehen, dass hochqualifizierte Leitungskräfte in Hospizen ihre wertvolle Arbeitszeit dafür aufwenden, Spenden zu sammeln. Wir schlagen also vor, die Arbeit in den Hospizen vollständig zu finanzieren und ihnen damit eben auch die Sicherheit zu geben. Und unterschiedliche Standards in Hospizen und Pflegeheimen dürfen auch nicht sein. Jens Spahn hat darauf hingewiesen, die meisten Menschen, viel mehr Menschen sterben in Pflegeheimen als in Hospizen. Und auch in der Pflegeausbildung muss Palliativmedizin, muss palliative Betreuung, muss Sterbebegleitung noch mal aufgewertet werden. Und was wir wollen, ist, dass jeder Mensch, auch auf dem Land, auch egal welche Erkrankung er hat, einen verbindlichen Anspruch auf allgemeine und auch spezialisierte Palliativversorgung bekommt, und zwar sowohl ambulant als auch stationär. Und dafür müssen wir auch den Hospizausbau noch mal forcieren, insbesondere auf dem Land und auch für Kinder. Und auch die Trauerbegleitung für Kinder und verwaiste Eltern müssen wir noch mal in den Blick nehmen. Und im Übrigen fehlt noch ein wichtiger Wunsch, den ich in einem letzten Satz gerne noch mitnehmen möchte. Das höre ich bei jedem Hospizbesuch, bei jedem Gespräch mit Medizinerinnen und Medizinern aus der Palliativversorgung. Und den möchte ich gerne noch mal weitergeben. Wenn Sie Schwerkranken und Schmerzpatienten wirksam helfen wollen, dann geben Sie auch endlich das Cannabis für Kranke frei. Ja, das stimmt. Nächste Rednerin ist die Kollegin